Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich auf der heutigen Pressekonferenz vor unserem morgigen Heimspiel gegen die TSV Hannover Burgdorf. Um 19:05 Uhr starten wir in der Nürnberger Versicherung zu unserem nächsten Heimspiel am 8. Spieltag. Ich begrüße neben mir unseren Cheftrainer Michael Haas und unseren Kreisläufer Tim Zechel. Ja, ich glaube, dass das morgige Spiel ein besonderes Spiel ist, beziehungsweise dass man das auf dem Papier sehr schnell unterschätzen kann. Das zeigt der Blick auf die Tabelle. Hannover ist bisher schwierig in die Saison reingekommen, stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber ich glaube, wenn man sich allein auf diese Tatsache beruft, dann wird man recht schnell eines Besseren belehrt, weil Hannover wird da am Ende der Saison nicht stehen bleiben. Sie haben viel Qualität in Ihrem Kader, auch wenn Sie vielleicht jetzt ein, zwei Verletzungssorgen haben. Aber die letzten Spiele in der Vergangenheit haben immer gezeigt, wie schwer es ist, gegen Hannover Punkte zu holen. Die Saison ist noch nicht lang, das heißt, das Tabellenbild ist einfach eine Momentaufnahme und darf uns nicht in die Situation bringen, dass wir diesen Gegner auch nur ansatzweise unterschätzen. Sie haben sehr, sehr gute Spiele gemacht gegen starke Gegner. Nicht zuletzt gegen Berlin haben Sie fast den Tabellenführer geschlagen zu Hause und das, obwohl Sie dezimiert waren. Also da erwartet uns wirklich schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Das darf man unter keinen Umständen unterschätzen. Und wir haben auch letzte Woche gesehen in Lübecke, wie schwer es ist, gegen Aufsteiger zu spielen. Da konnten wir uns auch nur hauchdünn durchsetzen. Aber auch da haben wir es geschafft, obwohl wir vielleicht nicht die beste Angriffsleistung gezeigt haben, dass wir mit einer leidenschaftlichen Abwehr auch so ein Spiel gewinnen können. Und genau darauf kommt es morgen natürlich auch wieder an. Dementsprechend müssen wir da natürlich zupacken, müssen den gleichen Kampf, die gleiche Leidenschaft wieder auf die Platte bringen. Und dann glaube ich auch, dass wir die Mannschaft um Ex-Bundestrainer Christian Prokop auch morgen schlagen werden. Und ja, wir freuen uns drauf. Und ich denke, Hassan hat die Jungs gut eingestellt. Aber was denkst du, was sind morgen die Schwerpunkte, um Hannover zu schlagen? Ja, guten Morgen zusammen. Ja, Hannover, die Tabelle wurde eben erwähnt. Erstmal macht es weder ganz vorne noch ganz hinten Sinn, nach 7 Spieltagen auf die Tabelle zu gucken. Deswegen, hat ungefähr gar keine Aussagekraft, weil Hannover viel, viel besser spielt, als es ihre Ergebnisse sagen. Es waren Ausschläge nach oben, nach unten, wie bei uns auch. Aber die haben gerade in den letzten Spielen, auch gegen Berlin, Top-Mannschaften wirklich geärgert, trotz sehr, sehr angespannter Personalsituation. Also da kommt eine enorme Kampfkraft auf uns zu. Und das ist letztendlich genau das, was unser Ziel ist, da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir haben in Nettelstedt eine sehr, sehr gute kämpferische Leistung gebracht. Wir haben wirklich da den Kampf wirklich angenommen. Und das stimmt mich ja zuversichtlich, dass ich ungefähr weiß, mit welcher Mentalität, mit welcher Ausstrahlung die Mannschaft ins Spiel geht. So, und das ist unser Weg, um Spiele zu gewinnen. Das ist ein Heimspiel. Wir haben die letzten beiden Heimspiele verloren. Und ja, auch konnten in der letzten Saison gegen Hannover nicht doppelt punkten. Und das ist jetzt ganz klar das Ziel. Konkret zu Hannover, das ist sehr, sehr gute Mannschaft, eingespielt, ja, die auch in der aktuellen Besetzung sehr eingespielt sind, auf vieles zurückgreifen, was sie sich in den letzten Jahren erarbeitet haben, plus halt die neuen Akzente, die der neue Trainer da gesetzt hat. Viele, viele unkonventionelle Sachen, die sie probieren, gute Einzelspieler, gute Einzelkönner. Müssen wir uns gut darauf vorbereiten, haben wir auch schon getan. Und ja, am Ende des Tages geht es darum, dieses Heimspiel zu gewinnen, zu Hause wieder Punkte zu holen. Und ja, wir werden dafür wirklich alles tun, um jetzt gegen Hannover auch doppelt zu punkten. Vielen Dank, Hassan. Tim, dein Trainer hat es angesprochen, leidenschaftlicher Kampf in der Abwehr, eines deiner absoluten Steckenpferde. Wie siehst du das morgige Spiel? Ja, auch von meiner Seite aus erstmal guten Morgen. Ja, ich denke, wir haben viel über den Gegner gesprochen und über eventuelle Stärken oder auch über die Besetzung. Aber ich glaube, am Ende, ja, liegt es wie in fast jedem Spiel einfach bei uns, dass wir unsere Leistung abrufen, dass wir, ja, Zement, sage ich mal, in der Abwehr anrühren, so wie wir das auch die letzten Spiele schon geschafft haben. Und ja, nach und nach dann im Angriff uns auch die, ja, nötige Konzentration und auch die, ja, Einsatzbereitschaft halt erkämpfen und einfach in den Flow kommen. Und wenn wir halt das zusammen kombinieren, dann hat es jede Mannschaft schwer, dann können wir auch jede Mannschaft schlagen. Das haben wir jetzt in der Saison auch schon zweimal gegen Flensburg bewiesen, wo halt vielleicht nicht jeder mit gerechnet hat. Und am Ende, ja, müssen wir auf uns gucken, müssen zusehen, dass wir uns jetzt heute nochmal optimal drauf einstimmen. Und dann haben wir morgen alles in eigener Hand.